Willkommen zurück, liebe Leute, zu Häkelstäbchen. Dem Häkeln. Guck, guckst du, guck, guck. Willkommen zurück zu Minecraft. Oh yeah. Yeah. Geil. Wir snacken uns die hier mal kurz raus. Bam, bam. Nehmen wir mal so den einzelnen hier. Wupp. Wupp dich, schwupp dich. Brauchten gar nicht mehr so viele. Upp, und machen das hier fertig. Ach, ist das schön. Hier war die ganze Zeit die Tür offen. Bin ich eigentlich wahnsinnig? Bin ich eigentlich völlig krank? Wird es gerade Tag oder Nacht? Wird es Nacht? Ich glaube, es wird Nacht. Wird es Nacht? Aber erstmal zimmern wir ein Dächlein rein. Denn ein Dächlein, das ist fein und das muss sein. So. Und es wird, glaube ich, sogar wirklich Nacht. Deswegen, ha, spring ich mal hier rein. Spring ich mal hier rüber. Und werde direkt in Le Bad gehen. In the bad, 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 red. Hopp. Oh, hopp. Ah, schön. Übrigens, ich habe hier eine sehr, sehr coole Cappy. Wollte ich nur mal andeuten. Tjo. Mit der ich wahrscheinlich 425.000 Fotos machen werde. 425, nicht 1000. 425 ist unmöglich. Auf Instagram. Ich werde so viele machen. Ich kenne mich. Ich werde so viele Fotos machen. Ich habe mich in dieses Cappy verliebt. Leute, es ist Liebe. Es ist Liebe. Es ist wahre Liebe. Wow. So, danke. Ich glaube, es wäre sogar cooler, wenn ich die von oben setze, aber ich weiß nicht. Ich muss dann das Texturenpack mal tauschen und schauen, ob die dann, oh, generell dann geschlossen sind, das eines. Das würde mich mal interessieren, so aus reiner Neugier. Und ihr denkt euch, warum verschwendet er so viel Zeug? Und ich so, weil er erst kann. Fackel hier. Ja. Ich werde es dann noch schon ordentlich machen, keine Sorge. Ich muss das eigentlich so machen. Moment. Hast du es nämlich die zweiten zu setzen, dann geht immer alles schief. So. Das geht ja easy. Da muss ich ja nur die Decke richtig berühren, dann kann nichts schief gehen. Hier so und da fertig. Eine Wand fertig. Sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Alles ziemlich gut. Finde ich gut. Und dann machen wir hier nochmal bei dem Bedubidab. Und dann sind die schon wieder fertig. Und wir werden die anderen Sachen, die sie auch noch brauchen. Kann ich die Uhr direkt offen lassen, gerade einfach nur für hier rein und raus und rein und raus und rein und raus, rein und raus, rein raus, rein raus, rein raus. Ich denke schon wieder so wie Papiertüte. Nu, nu. @Papiertüte auf Twitter. Schrecklicher Mensch. Nein, eigentlich ist ja liebe Person. Also eine wirklich sehr, sehr nette Person. Aber völlig bescheuert im Kopf, aber das bin ich auch. Alle, die mich kennen, sind auch bescheuert. Genau du. Du Person, du. Und du und genau du. Die diese Folge gucken. Ja, ihr seid alle bescheuert. Weil ihr diese Folge guckt. Erstmal was snacken. Mem. Schauen wir mal, was zusammengetragen wurde. 5. 10, 14, 18. Das ist gut. 18 Stück jedes Mal ist eine gute Anzahl. Wir machen das richtig und gut. Gut und richtig. Das waren schon 18? Ich glaube, wir sind fast bei der Hälfte angekommen. Boah, das wird voll das riesige Gewächshaus eigentlich. Oh komm, lass mich durch.
Nein. Die sind fertig. Nein. Nein. Ich brauche mehr Sand. Nein. Wir dürfen bald auf Kohlesuche gehen. Boah, Leute, wir dürfen bald auf Kohlesuche gehen. Voll geil. Und zwar genau jetzt. Wir gehen jetzt auf Kohlesuche. Mit der letzten Kraft dieser Spitzhacke werden wir. Haben wir noch Kohle? Ja, an sich schon, aber ich möchte jetzt erstmal die Kohle sammeln gehen. Wir gehen erstmal die Kohle sammeln. Warte. Jetzt gehen wir schlau an. Gut, dass wir Kohle suchen waren. Wir holen uns Sand. Gut, dass wir Kohle suchen waren. Sehr gut, Leute. What the? Hey, wer hätte gedacht, dass ich so ein guter Kohlesammler bin? Also ich nicht. Nie hätte ich das gedacht. Niemals. Ich und der Kohle sammeln, also. Warte mal, bap. Hier, und dann nehmen wir nochmal das. Wir brauchen erstmal nur 8 für den und für den auch 8. Und die nehmen wir erstmal raus. So und so. Den nehmen wir hier rüber. Haben wir wieder 16 Stück. Und lassen hier offen und gehen erstmal wieder hier. Das fertig machen. Bob. Das sind also 11 Blöcke, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nein. Ich habe ihn verschwendet, scheiße. Einer umsonst. Aber es sind 11, ja. Eine war umsonst. Eine ganze Mein war für mal allein. Und umsonst. Oh yeah. Baby. Okay. Hier und da. Und wir brauchen nur noch 1, 2, 3, 4, 44, 48 Stück. 48 Stück und wir haben dieses Dach fertig. Und den Rest verwenden wir dann für das da. Aha. Oh, 16. Hätte ich einen nicht verschwendet, würde es alles viel einfacher werden. Diese eine wird es bestimmt ausmachen irgendwo. Mich so richtig so schön auslachen. Richtig so. Diese zwei werden es machen. Vor allem, der war gerade unlogisch. Ich habe gar nicht geklickt. Das war einfach zu schnell. Okay, dann ist wenigstens wieder eine schöne Reihe. 44. Was? Nein. 1, 2, 3, 4. Oh, jetzt sind es 44. Vorher waren es 55, 59. Jetzt sind es 44. Wir machen aber jetzt was ganz, ganz komisches. Hab ich keinen Zombie gehört? Oder war das nur mein Megan? Mein Megan Fox? Ich bin so unlustig. Boop. Nehmen erstmal die 32 hier und machen erstmal die Wand weiter. In der Zeit kann das andere schneller bauen. Meiner Meinung nach. Schmelten schon. Okay. Das war viel einfacher als erwartet. Noch 10 Stück. Oh mein Gott, wir haben diese Reihe fertig bekommen. Mit diesem Haufen nichts. Nice. Mal schauen, was jetzt noch geschmelzt wurde. 7. Wir haben sogar noch ein Level abbekommen in der Zeit. Und haben jetzt nochmal 32. Nice. Mit diesen 32 können wir zwar nicht die Decke dicht machen, aber einen Teil davon bedecken. Und zwar fast 3 Reihen. Ärgerlich.
ärgerlichst, dass jetzt noch genau 12 fehlen. Pass auf, genau 12. Sag ich doch. Sag ich doch! Aber hey, voll krass. Also wie gut das funktioniert, finde ich. Und es sieht auch noch gut aus. Also ich finde es schön. Also ich habe auch einen gestörten Geschmack. Ja, und ich mache auch gestörte Geräusche gerne. Aber das Dach ist hiermit eigentlich abgeschlossen, was sehr, sehr, sehr gut ist. Übrigens, das mit meiner Cap passt sehr gut, dass ich die heute bekommen habe. Sehr, sehr, sehr großzügig. Vor allem mein Geschmack. Und wollte sagen, heute kommt ja Zelda auch noch. Also passend dazu, aber da habe ich ja keine Facecam, deswegen passend, dass ich sie jetzt anhabe, gibt es heute doch bis Zelda irgendwie. Vom Feeling her. Vor allem, wenn ich die ganz. Man sieht sie kaum. Ist viel zu dunkel. Nein! Nein, das war 100. Was? Halt richtig behindert, ne? Shit, bro. Nein, lass mich in Ruhe. Ich hab nichts getan. Nein. Oh. Aber es sollte eventuell. Wahrscheinlich wird mir genau eins fehlen. Passt auf. Okay. Und das Haus ist fertig. Oh, nice. Ich bin fertig. Fertig. Nice. Sieht richtig gut aus. Lassen wir jetzt noch fertig putzeln. Denn es gibt Erfahrungspunkte. Einen Ass voll Erfahrungspunkte. Die sammeln wir erstmal wieder. Die gläsernen Gläsis. Auf Glass Doom ist. Wir werden uns erstmal schlafen legen. Und das am Tag genießen, dieses schöne. Moment. Okay, alles gut. Der Turm, ey, voll das Monstrum. Ich hätte ihn nicht so breit machen sollen. Ich hätte ihn ein bisschen dünner und dafür höher machen sollen. Finde ich. Persönlich. Oh, ich würde sie so gerne ein bisschen besser zeigen. Die Zelda Cap. Na, Instagram. Auch wenn ich das nicht verlinkt habe, weil ich sie nicht auf dem PC an aufmachen. Also, ich will die Seite nicht öffnen. Ich bin einfach zu faul. Richtig der faule Boy. Das sind die letzten 8. Die letzten. Okay. Die unteren letzten 8. Alter, komm mir mit meinem Leben nicht mehr klar, was? Ich würde sagen, wir machen hier erstmal zu. Und hier auch. Ich würde sagen, Alter, voll geil. So geil! Ah, es ist schön. Ist gut geworden, mein schönes Haus hier. Nice. Werde ich mir mein Bett von da oben, werde ich hier runter verachten. Hier, irgendwo, genau in die Mitte hier rein. Wenn ich den Himmel angucken kann. Nice. Gefällt mir. Gefällt mir gut. Ist ein bisschen eng geworden, aber ist gut. Es ist so eng. Es ist eigentlich genau dieselbe Höhe wie drinnen. Oder? Ich bin auf derselben Höhe und ist. Also, genau. Ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, liebe Leute. Und wir werden in der nächsten Folge mit einem Turm weitermachen. Oder mir fällt spontan was anderes ein. Aber ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Minecraft Vanilla. Bis dahin. Tschüss. Ciao.